Eine Frage, die häufig immer aufgetaucht oder häufig auftaucht, ist die Frage nach dem Zins in der pauschalodierten Unterstützungskasse. Im Ergebnis und wirtschaftlich gibt es nur einen Zins, der wirklich relevant ist. Und das ist der Zins, mit dem die monatlichen Beiträge hochgezinst werden, mit dem die monatlichen Beiträge quasi umgerechnet werden in eine Kapitalabfindung oder letztlich auch in eine Rentenzahlung. Das ist ein Zins von 1,75, 2, 2,25, 2,75%, 3%, je nachdem, wie der Unternehmer das für richtig hält oder wie großzügig er zu den Mitarbeitern ist. Das ist der Zins, der ihn wirtschaftlich nach außen gegenüber den Mitarbeitern belastet. Es gibt im Rahmen der pauschalodierten Unterstützungskasse, wenn man das Verfahren klassisch macht, noch einen weiteren Zins, und zwar, das ist der Zins als Darlehenszins. Und zwar, wenn ich das Geld an das Unternehmen wieder zurück überweise oder vom Unternehmen überhaupt nicht annehme, sondern im Belegtausch das Ganze abarbeite, das ist der sogenannte Darlehenszins, also den Zins, den ich für das Darlehen nehme. Und der Zins, der dient nur dazu, den Aufwand letztendlich, den ich zu zahlen habe, steuerlich vorzulagern. Das heißt, die Verpflichtung dem Mitarbeiter gegenüber, die wird durch einen etwas höheren oder etwas geringeren Darlehenszins nicht mehr oder nicht weniger. Die bleibt einfach bei monatlich 100 Euro plus zum Beispiel 2% Zins. Das ist das, was ich den Mitarbeiter schulde und letztendlich auch zahlen muss. Ob ich die erste Dotierung oder Einzahlung in die Unterstützungskasse jetzt mit einem Zins von 7 oder von 8% verzinse, bleibt im Ergebnis gleich. Ich muss dem Mitarbeiter nur die 100 Euro plus 2% für jedes Jahr an Zinsen bezahlen, wenn er in den Ruhestand geht. Den Darlehenszins, den ich zahle, hilft mir dazu, den Aufwand vorzuverlagern. Das heißt, Aufwand jetzt steuerlich geltend zu machen, ob 7 oder 8%. Der Aufwand bleibt der gleiche. Nur mit 8% wird mehr Aufwand und schneller Aufwand nach vorne verlagert. Das ist die Thematik des Zinses. Darlehenszins, wie gesagt, eine reine technische Angelegenheit. Entscheidend für den Unternehmer ist der Zins, den er seinen Mitarbeiter zusagt, sowohl für die arbeitnehmerfinanzierte Leistung als auch für einen möglichen Arbeitgeberzuschuss, den es bei uns in 95% der Fälle von den Unternehmen obendrauf gibt. Einfach aus zwei Gründen, um die Mitarbeiter zu einer höheren Entgeltumwandlung zu bewegen, weil es einfach wichtig ist, dass die Mitarbeiter für das Alter was bilden, was ansparen, und um mehr Mitarbeiter zu einer betrieblichen Altersversorgung als steuerlich günstige, als steuerlich sinnvolle, als optimale Versorgungsalternative zu bewegen. Das sind die beiden Zinsen, und die sind wichtig auseinanderzuhalten. Wie gesagt, betriebswirtschaftlich relevant für den Unternehmer als Außenverpflichtung. Nur die 1,75, 2, 2,25 oder vielleicht auch 3%, die er dem Mitarbeiter zusagt oder mit denen er die arbeitgeberfinanzierte Leistung berechnet oder mit denen er zum Beispiel einen 50%igen Arbeitgeberzuschuss als Baustein jährlich hoch berechnet. Das ist das Thematik Zins, und das gilt es schlichtweg auseinanderzuhalten und zu differenzieren.